Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Sendung Deutschlands Unternehmer. Hier dreht sich heute alles um eine, kann ich doch schon verraten, sehr, sehr interessante Veranstaltung. Und ich freue mich und begrüße an dieser Stelle auf der einen Seite Marcel Rybalski. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und Klaus-Peter Konjetschny. Moin, moin. Ja, ich habe es angekündigt. Was unternehmen Sie? Welche Veranstaltung unternehmen Sie? Wir veranstalten am 8. Juli 2014, also in wenigen Tagen, das vierte Aviation Event, Aviation Event FRA 2014, so der volle Titel. Es geht hier dabei darum, Unternehmer aus der ganzen Bundesrepublik Deutschland, Führungskräfte, auch Politiker, Verbandsfunktionäre zusammenzubringen mit den Repräsentanten der deutschen Luftverkehrsindustrie, insbesondere den Führungskräften der Luftverkehrsindustrie rund um den Luftverkehrsstandort Deutschland. Das ist quasi der inhaltliche rote Faden, der sich durch den Tag ziehen wird. Ja, perfekter Einstieg. Ich habe mir die Veranstaltung hier angeschaut und habe gestaunt, wie groß das eigentlich angesetzt ist. Der Ministerpräsident selber kommt ja auch, eröffnet das mit. Also wunderbar, und habe mich im nächsten Atemzug gefragt, wie ist das entstanden? Weil es sind so ein paar Sachen, wo ich sage, spannend. Ja, es ist groß entstanden, auf dem Reißbrett wurde es geplant, oder ist es klein in der Nische entstanden? So ein bisschen die Geschichte einfach. Reine Zufallsgeschichte im Grunde genommen, natürlich ein bisschen gesteuert von Erfahrungen meinerseits, der das von Anfang an auch mit begleitet hat, aber letztlich Zufälle, die von einer Abendveranstaltung mit bundesweiten Größen des deutschen Luftverkehrs hier in Frankfurt vor 4 Jahren gestartet ist, sehr gut ankam und dann zu einem Veranstaltungsformat mit dem Namen Event, so die heißt die Veranstaltungsreihe, eben sich entwickelt hat. Ich sage bewusst entwickelt hat, das heißt, es war nicht geplant, um Ihre Frage konkret zu beantworten, dies in dieser Art und Weise sozusagen, wie es heute als Produkt präsentiert wird, durchzuführen, sondern wir haben in den 4 Veranstaltungen oder 3 abgelaufenen Veranstaltungen gelernt und haben entsprechend die Wünsche der Beteiligten auch umgesetzt, um Fachinformation und Networking miteinander zu verbinden. Sie sind nicht nur Mitinitiator, sondern auch über die Jahre, ich sag mal, ganz treu. Sie sind ja Partner, partnerschaftlich machen Sie die Veranstaltung. Ja, wie haben Sie das empfunden, das Wachstum? Haben Sie gesagt, wow, da haben wir einen Treffer gelandet? Oder ich glaube, so ein bisschen denken Sie auch, dass es notwendig war. Ne? Also ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, weil ich eigentlich Marcel mehr oder weniger privat kannte. Und dann haben wir Veranstaltungen in der Firma, wo ich damals gearbeitet habe, gemacht, und das Ding ist wirklich abgegangen wie eine Rakete. Kann man wirklich so sagen, weil am Anfang war es eine kleine Abendsveranstaltung, ein paar Leute treffen sich und tauschen sich aus. Und da alle haben gesagt, weil wir haben das dokumentiert, alle haben gesagt, das muss eine Serie werden, das muss man weitermachen. Und ich habe gesagt, okay, ich bin ja in Anführungszeichen nur der Kommunikationsberater dahinter. Kann das aber sehr gut verstehen, weil eben in dieser Branche, in der Aviation-Branche, redet man viel untereinander, aber selten mit anderen. Und ganz selten auch noch mit der Wirtschaft. Und dann war es auch noch so, dass die Ticketsteuer kam und wirklich eine Menge Gesprächsstoff auch da ist. Und daraus hat sich eine irrsinnige Geschichte entwickelt. Wir waren auf Sylt, wir waren in Hamburg, und jetzt ist das Ding, wie Marcel Rybalski mal sagt, kurz vor der Adoleszenz. Sprich, jetzt haben wir eigentlich eine Größe erreicht, eine Reichweite erreicht, okay, die wirklich spannend ist, ein tolles Programm. Und die Leute fragen sich mal, wie, woher kennt ihr die Leute und woher kommen die ganzen Leute? Und wir sagen, das ist gewachsen. Gewachsen. Ja. Die Anfänge waren damals ganz wunderbar, schönes Ambiente im Da Vinci Haus. Kennt jeder hier in der Rhein-Main-Region und spätestens darüber hinaus auch die Gast waren. Jetzt ist es wiederum an einem wunderbaren Ort hier. Wo? Es gibt 2 Locations, weil ganz wichtig ist, dass die Leute sich nicht nur fachlich austauschen, sondern auch informell im Networking kennenlernen können. Das ist ein ganz wichtiges Asset, weil es ist keine Fly-In-Fly-Out-Veranstaltung, ganz wichtig. Hauptveranstaltung ist ein hammermäßig geiles Gebäude, das heißt Holm House of Logistics and Mobility, nicht umgekehrt, in dem sich unterschiedlichste Träger dieser Mobilitätsgeschichte, also das sind teilweise Airlines, da sind aber auch, da ist die Schiene dabei, der Rhein-Main-Verkehrsverbund und so weiter. Und die haben eine Art Host, eine Art Plenum geschaffen, eine ganz tolle Räumlichkeit, in der man sich treffen kann, diskutieren kann, unterhalten kann, eine sehr wirklich super geiles Teil. Also die Eröffnung war spitze, und wir sind die erste große Veranstaltung, die dort stattfindet. Abends
Highlight 2.0, ist in The Aircraft at Burghof. Eine der eigentlich für Aviation, mindestens für Aviation, wenn nicht für alles, must Location. Man kommt rein, es ist, geht beispielsweise in die Bar durch eine Flugzeugdüse. Man kann Millionen Lichtfarben machen. Es sind Ausstattungen von echten Flugzeugen dabei. Man hat eine Bestuhlung, die man innerhalb von kürzester Zeit von Kinobestuhlung mit echten Flugzeugsitzen zu einer Partygeschichte umbauen kann, was jetzt natürlich an dem Abend nicht stattfinden wird. Weil ganz wichtig ist es, dass die Leute sich zu den Themen des Tages und mit den Machern und Köpfen des Tages unterhalten können, austauschen können und das eben im zwanglosen Networking-Rahmen. Da ist die Aircraft der Hammer. Jetzt vielleicht mal ganz konkret zu der Veranstaltung. Ich habe gesehen, ob das jetzt Jürgen Pieper ist, Herr Bouffier, natürlich bei uns hier Dr. Schulte, aber auch andere namhafte Personen, vor allem aus dem Luftverkehr. Was konkret sind so, ich sag mal, die Säulen? Veranstaltung inhaltlich. Ja, die haben ein paar Namen genannt. Dazu kann man auch dazu nennen Peter Gerber, der neue Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Cargo, der also auch persönlich kommt. Was sind die Säulen? Im Prinzip der Inhalt der Veranstaltung wird wirklich dominiert von Luftverkehrs- oder luftverkehrsnahen Themen. Deswegen heißt es ja auch Aviation Event und nicht irgendwie. So, und wichtig ist aber die Zielgruppe. Wer soll die Botschaften hören, lesen, wahrnehmen? Das sind eben natürlich zum einen der Luftverkehr selber, der sich eben da auch nochmal austauschen kann. Es sind aber auch und vor allen Dingen Entscheider aus der deutschen Wirtschaft, aus der ganzen Bundesrepublik. Wir haben also eine Zielgruppe, die wirklich, jedenfalls nach unserer Definition, wirklich von Nord bis Süd, von Ost nach West reicht, also nicht auf das Rhein-Main-Gebiet beschränkt sein soll. Deswegen waren ja auch Vorläuferveranstaltungen auch in anderen Orten. Und zum Zweiten natürlich auch Politiker und Verbandsrepräsentanten, die hier auch in die Diskussion mit einbezogen werden sollen. Also ganz klar, hier vermischt sich der Luftverkehr mit Führungskräften und Repräsentanten aller Branchen, jedenfalls nach Maßgabe von uns, die das Ganze eben initiiert haben. Und es ist also keine reine Luftverkehrsfachtagung oder sowas. Das ist es auf gar keinen Fall. Davon gibt es genug. Ja, wirklich auch der Austausch. Ich denke gerade wahrscheinlich auch in der Abendveranstaltung, die ja in einem wunderbaren Rahmen stattfindet, genau. Dass da auch Networking, aber nicht nur das, sondern die Kontakte sind schon erlesen, kann ich unterstreichen. Klasse Sache. Rhein-Main-TV ist ja neben der FAZ und vielen, vielen anderen auch Medienpartner der ganzen Geschichte. Das ist, glaube ich, auch so ein Part, so ein Bereich, aus dem Sie kommen, ganz stark. Sie sind auch PR-Mann. Sie haben auch eine eigene Agentur eingeschalten, die es ja geschafft hat, glaube ich, viele, viele Journalisten auch zu motivieren, darüber zu berichten. Also Ich bin eigentlich Kommunikationsexpert von Hause aus. Insofern werfen wir uns ganz gut die Bälle zu, Marcel und ich. Und ich verantworte einerseits halt, sage ich mal, die inhaltlichen Programmgeschichten, aber dann auch die Vermarktung. Und was ganz wichtig war, das Ding ist irgendwann so groß geworden, dass das allein nicht mehr durch uns beiden hätte geleistet werden können. Wir haben einen ganz tollen Partner in München gefunden, eine PR-Agentur, die uns da unterstützen kann. Und das ist wirklich Wahnsinn, wer dazu gesagt hat. Also Timo Krotowski von der FAZ ist Moderator. Jens Flottau, einer der arriviertesten Branchenjournalisten, hat ein Podium übernommen. Es hat sich mit Andreas Späth, einer der besten Kenner der Branche, angesagt. Ich habe am Freitag noch mit verschiedenen Leuten telefoniert. Und die FAZ ist noch mit einem zweiten Journalisten dabei. Bloomberg ist da. Also es ist schon wirklich eine tolle Sache, die sich da auch kommunikativ zusammengesponnen hat, weil wir wollen ja am Ende auch Diskussionen und Gespräche anstoßen, die über diesen Kreis hinausgehen. Und das ist wichtig, halt auch die Wirtschaft zu sensibilisieren, weil viele bei dem Thema Aviation irgendwie ein Tabu sehen, was eigentlich gar nicht sein muss. Weil in dem Moment, wo es streitbare Themen gibt, sagen sehr viele Konzerne in der Kommunikation, ach, da lassen wir lieber die Finger davon, obwohl gerade eben die Aviation für einen Global Player wie Deutschland eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Mhm. Das ist den meisten nur nicht bewusst. Das sind Zahlen, Daten, Fakten, die über 800.000 Arbeitsplätze, das ist unvorstellbar. Und das ist etwas, was wir auch ins Bewusstsein rücken wollen. Und das hat natürlich auch mit Tu Gutes und Rede darüber zu tun. Und deshalb ist es auch wichtig, halt die PR-mäßige Vermarktung da ein bisschen voranzutreiben, was unter anderem meine kleine Rolle in diesem Spiel ist. Tue Gutes und rede darüber, das finde ich wunderbar. Und ich finde wunderbar, dass diesmal dieser Standort einfach hier ist, bei uns am Flughafen, sage ich mal. Und ich denke,
Vielleicht ist es auch wirklich an der Zeit, in dem Rahmen auch positive Dinge mal zu beleuchten oder sich darüber zu streiten, auszutauschen, weil ja oft auch die Medien sehr gerne so das Negative fokussieren und ob das jetzt der Fluglärm oder ist das jetzt und das. Deswegen finde ich einfach diesen Ort und dieses Spannungsfeld jetzt zwischen diesen Themen hervorragend. Ja, vielleicht doch nochmal so hervorgehoben, die Zielgruppe, Sie haben es eben schon gestriffen, sind denn noch Plätze zu haben überhaupt, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und will seine Führungskraft schicken oder in Vertretung oder sagt, das ist genau mein Thema, sind noch Plätze da und wenn, für wen? Also einfach nur mal zu gucken, wie breit ist eigentlich das Spektrum der potenziell Interessierten? Ja, also vielleicht, ich will die Frage in zwei Teilen beantworten. Die Podien sind besetzt, die sind gefüllt und insofern ist die Agenda ist final. Das heißt, die kann im Internet auch eingesehen werden. Dort gibt es also keine Möglichkeit mehr, sich zu beteiligen für dieses Jahr. Allerdings die Teilnehmerplätze, das war wahrscheinlich Ihre Frage, da gibt es noch einiges, was noch buchbar ist. Wir sind auch theoretisch bei Verfügbarkeit bis zum Tag der Veranstaltung buchbar. Man muss sich allerdings anmelden vorher. Also wie ich eben schon gesagt, keine Fly-In-Veranstaltung, wo man mal eben so vorbeikommt. Das machen wir nicht, denn es geht hier ganz klar um Unternehmer und Führungskräfte aus allen Branchen, die kommen können. Jeder entscheidet selbst, ob er zu dieser Zielgruppe gehört. Wir überprüfen das natürlich nicht, sondern freuen uns über jeden Gast potenziell, aber eben nur mit Anmeldung und gerne auch im Voraus per E-Mail, Fax oder wie auch immer. Ich lächle Sie jetzt nur so an, weil ich mich schon so auf die Veranstaltung freue. Und weil ich auch finde, Rybalski und Konieczny, also das klingt gut, das klingt verheißungsvoll. Ja, ich habe wirklich Spaß dran. Also auch, dass wir das einfach ein Stück begleiten, macht mir Freude. Deswegen sage ich mal, drücke ich uns allen die Daumen. Toi, toi, toi. Und ja, wünsche volles Haus, gutes Gelingen und gute mediale Begleitung. Vielen Dank. Danke. Liebe Zuschauer, in diesem Sinne danke ich Ihnen auch fürs Zuschauen. Tschüss.